Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit dem Thema die Kirchhoffschen Regeln. Die Kirchhoffschen Regeln beschreiben zum einen den sogenannten Knotensatz, zum anderen den sogenannten Maschensatz. Dabei klären wir, was ist eine Masche, welche Zählpfeile müssen wir dort beachten und wie zählt man beispielsweise Spannungen. Fangen wir mit dem Knotensatz an. Die Kirchhoffsche Knotenregel kann man auch nennen, was reingeht, muss auch wieder rauskommen, Gesetz. Das bedeutet letzten Endes, dass in einem sogenannten Knoten keine Ladungsträger gespeichert werden können. Das heißt, wenn Sie von der einen Seite reinkommen, müssen Sie unmittelbar auf der anderen Seite irgendwo wieder herausfließen. Wenn wir jetzt die Strompfeile allesamt in den Knoten hineinzeichnen, bedeutet das, dass wenn eines dieser Pfeile positiv ist, mindestens einer der Ströme dann negativ sein muss. In der Summe sind dann alle Ströme 0, sodass die Regel lautet, die Summe aller Ströme, die in einen Knoten hineinfließen, ist 0. Das gilt zu jedem Zeitpunkt und das heißt, mathematisch geschrieben können wir sagen, die Summe von I gleich 1 bis N, wobei N die Anzahl der Ströme ist, zu jedem Zeitpunkt T ist exakt gleich 0. Das gilt, wie gesagt, sofern alle Strompfeile in den Knoten hinein zeigen. Wenn einer der Pfeile aus dem Knoten hinaus zeigt, dann müssen wir in der Summengleichung, wie dieser hier beispielsweise, den Strom entsprechend negativ zählen, damit die Gleichung noch stimmt. Das heißt, ich wiederhole noch einmal, wenn also alle Pfeile in den Knoten hinein zeigen, bedeutet das, dass mindestens einer dieser Ströme ein negatives Vorzeichen haben muss. Bei der Gelegenheit stellt sich gleich die Frage, was ist ein Knoten? Das hatten wir ja schon in einer der früheren Folgen geklärt. Nichtsdestotrotz gehe ich da jetzt auch einmal drauf ein. Ein Knoten hat mindestens zwei, meistens auch mehr Zweige, das heißt Anschlüsse, in denen Strom fließen kann. Ein Knoten, auch das hatten wir schon gelernt, hat überall dasselbe Potenzial. Das heißt, es sind sogar mehrere Knoten mit dem gleichen Potenzial möglich, aber üblicherweise würde man diese mehreren Knoten zu einem großen Knoten zusammenfassen. Nicht unbedingt ein Knoten an sich, aber ein zusammenhängendes Gebiet, in dem die Kirchhoffsche Regel auch noch gilt, da wir hier keinen direkten Speicher vorgesehen haben. Auch wenn in diesem Gebiet also beispielsweise ein Widerstand eingebaut ist, gilt immer noch die Kirchhoffsche Regel, die Summe aller Ströme, die in diesen Knoten hineinfließen, ist gleich 0. Das heißt, grundsätzlich können wir uns also praktisch so ein Gebiet vorstellen, wie eine Wolke, in der also eine elektronische Schaltung drinsteckt. Und zu jedem beliebigen Zeitpunkt müssen die sich allesamt zu 0 ergänzen. Andersrum gesagt, die Menge an Strömen, die reinfließt, muss der entsprechend die auch wieder herausfließen. Ja, das war die erste Regel von Kirchhoff. Wir kommen jetzt zur zweiten
Ach nein, entschuldigen Sie mich bitte. Wir üben jetzt ein wenig, was die Kirchhoffsche Knotenregel denn bedeutet mag. Und zwar schauen wir uns jetzt hier einmal einen Schallplan an. Der hat keine weitere Bedeutung. Er ist einfach eine Ansammlung von Quellen und Widerständen, an der wir dann üben können, was ein Knoten ist. Wir fangen an und schauen uns einmal einen Knoten an. Das ist dieser Knoten hier oben, bei dem also der Strom I2 hineinfließt, der Strom I1 hier unten in den Knoten hineinfließt und aus dem Knoten heraus fließt hier der Strom I9 und der Strom I3. Sie sehen, das ist also nicht nur ein Punkt, sondern es sind mehrere Punkte hier, die zusammengefasst sind zu einem Gebiet, das also das gleiche elektrische Potenzial hat, also einen Knoten darstellt. Der kriegt jetzt erstmal die laufende Nummer 1 und wenn wir für diesen Knoten die Knotengleichung aufstellen, dann, ja, was meinen Sie, was würde dort stehen? Ja, da stünde I2 plus I2 minus I9 minus I3 gleich 0. I3 und I9 bekommen ein negatives Vorzeichen, weil diese Ströme nämlich aus dem Knoten herausfließen. Und damit die Summengleichung Summe aller Ströme gleich 0 aufgeht, bekommen die Ströme, die also aus dem Knoten heraus zeigen, ein Minuszeichen. Ja, schauen wir uns einmal den Knoten 2 an. Auch hier sind insgesamt 3 Ströme daran beteiligt. Der Strom I6 fließt heraus nach oben hin, der Strom I4 fließt nach unten hinaus und der Strom, der von der Seite kommt, der ist nicht so direkt zu sehen, aber wir sehen ihn hier als Strom I3. Der Strom, der durch diesen Widerstand fließt, hier fließt am Ende des Widerstandes in genau demselben Wert weiter in den Knoten hinein. Ich habe bei manchen Studenten, die vielleicht mit der Elektrotechnik noch nicht so sehr vertraut waren, schon manchmal die Vorstellung erlebt, dass ein Strom durch einen Widerstand abnimmt. Das heißt, dass der Strom, der hier reingeht, am Ende weniger wird. Das ist nicht der Fall. Strom, der durch einen Widerstand hindurch fließt, behält seinen Wert bei. Genau wie bei einem Schlauch an einer engen Stelle vorher und hinterher genau gleich viel Wasser hindurch fließt. Das Einzige, was dieser Widerstand bewirkt, ist hier einen Potentialunterschied. Aber der Strom, der durchfließt, ist am Anfang und am Ende gleich. Genauso bei diesem Widerstand, sogar bei der Spannungsquelle. Das heißt, in diesem gesamten Stromzweig hier durch Widerstand R6, R7 und U2 fließt insgesamt der Strom I6. An jeder Stelle können wir denselben Strom messen. Ja, schauen wir uns einmal den nächsten Knoten an. Jetzt habe ich ja schon verraten, wie groß der Strom ist, der von hier oben kommt. Nämlich, das ist der Strom I6, der in den Knoten hineingeht. Von der linken Seite kommt der Strom I10, der hineinzeigt. Und als Stromfall nach draußen streicht der Strom I8. Und so können Sie sich die Knotengleichung schon denken. Sie lautet I6 plus I10 minus I8 gleich 0. Wir haben noch einige mehr Knoten, nämlich den Knoten 4, den Knoten 5 und den Knoten 6. Drücken Sie jetzt einmal auf Pause, halten das Video an und schreiben auf einem Blatt Papier die Knotengleichungen von allen Knoten auf. Ich meine, die ersten 3 habe ich ja schon verraten. Schreiben Sie die bitte trotzdem auf und die anderen Knotengleichung entwickeln Sie bitte selber. Ja, haben Sie alle Knotengleichungen hinbekommen? Ich zeige Ihnen mal die Ergebnisse und dann können Sie sehen, ob Sie denn richtig gerechnet haben. Die ersten 3 hatte ich schon genannt. Die weiteren Knoten 4
lautet minus I5 plus I4 minus I10 gleich 0. Lassen Sie uns mal schauen. Der Strom I4 kommt hier oben. Hier links in dem Zweig fließt der Strom I5 nach links weg. Also bekommt er ein Minuszeichen. Und ebenfalls aus dem Knoten heraus fließt der Strom I10. Deswegen hat er auch ein Minuszeichen. Der Knoten I5 ist ein wenig ausgedehnter hier. Der Strom, der innerhalb des Knoten fließt, hier unser Strom I11 oder I11, der ist nicht relevant. Der fließt nicht aus dem Knoten heraus oder herein. Der ist innerhalb des Knotens und das interessiert uns nicht. Ströme, die in einem Knoten fließen, werden nicht berücksichtigt. Und darum lautet die Gleichung für diesen Knoten, I5 fließt hinein, also plus, plus I12, der von hier unten kommt, minus, schauen wir mal den Strom, der hier oben in dem Zweig fließt, das ist der Strom I2. Und es fließt aus diesem Knoten hier noch der Strom I1 heraus, also auch mit einem Minuszeichen. Am Ende bekommen wir dann die Gleichung minus I2 plus I12 minus I1 plus I5 gleich 0. Ja, beim Knoten 6, das sollte nicht allzu schwer sein. Wir sehen, hier fließt der Strom 8 hinein, der Strom 12 fließt heraus und von hier oben kommt der Strom I9. Achten Sie drauf, hier an der Stelle ist kein Punkt, das heißt, hier ist auch keine Verbindung. Das heißt, dieser Strom fließt nur hier durch den Widerstand R9 in den Knoten 9 hinein. Und damit ergibt sich diese Gleichung. Ja, vergleichen Sie nochmal mit Ihren eigenen Berechnungen. Aber ich gehe mal davon aus, die Fehler haben Sie inzwischen entdeckt. So, jetzt kommen wir wirklich zu dem zweiten Kirchhoffschen Gesetz, wobei das zweite nicht unbedingt die Wertigkeit angibt, aber es ist eben eine weitere Regel von Herrn Kirchhoff, nämlich die sogenannte Maschenregel. Und ich würde sie auch gerne landläufig vielleicht bezeichnen. Man geht immer im Kreis gleich viel rauf und runter gesetzt. Das beschreibt im Grunde die Idee, die in einer bei der Maschengleichung eben existiert. Mit einem Wort, wir zählen hier in der Maschenregel die Spannungen. Mit einem Wort, wir schauen von einem zum nächsten Potential den Unterschied. Das elektrische Potential hatten wir ja zu Anfang definiert und die elektrische Spannung auch, bezeichnet die Arbeit oder auch die Energie, die man pro Ladung hineinsteckt, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Und das ist so ganz ähnlich, wie wenn Sie eine Bergwanderung machen und von einem Punkt zum nächsten wandern. Wenn es bergauf geht, dann stecken Sie auch nicht elektrische, sondern in dem Fall mechanische oder potenzielle Arbeit oder Energie in Ihren Körper. Und wenn es bergab geht, dann haben Sie es einfacher. Wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann können Sie das sogar sehr gut nutzen. Und rein theoretisch ist es jedenfalls so, wenn Sie im Gebirge wandern und unten am Wanderparkplatz starten und einen Rundweg machen, wo es bergauf geht und wieder bergab geht und wieder bergauf und wieder bergab. Und wenn Sie dann am Ende am Wanderparkplatz wieder auskommen, dann ist Ihr potenzieller Energiezustand genauso wie vorher. Das heißt, obwohl Sie zwischendurch jede Menge potenzielle Energie gewonnen haben, ist die am Ende dann wieder sozusagen verbraucht worden und die Bilanz ist null. Und genauso ist es in einer elektronischen Masche. Wenn Sie einmal durch diese Masche wandern, wenn ein Elektron einmal durch diese Masche wandert, dann nimmt es vielleicht Energie auf von einem niedrigen zu einem höheren Potenzial. Wenn von einem höheren zu einem niedrigen Potenzial, gibt es vielleicht wieder Energie ab. Und so, wenn das Elektron wieder dann am Ausgangspunkt ankommt, ist in der Summe keine Energie verloren gegangen. Das heißt auch, dass in diesem Fall dann die Summe der Spannungen gleich 0 ist, denn die beschreiben ja gerade die Energiedifferenz von einem zum anderen Punkt pro Ladung. Also,
Ganz praktisch gesehen machen wir Folgendes. Wir wandern im Geiste einmal eine Masche herum und zählen die Spannungen mit. Und zwar zählen wir der Einfachheit halber immer in Richtung des vorgegebenen Spannungspfeils. So, wenn wir also jetzt hier in einer Masche einmal herumwandern und alle Pfeile zeigen exakt in dieselbe Richtung, nämlich in die Richtung, in der wir gerade wandern, so wie es hier in der Masche der Fall ist, dann gilt ganz ähnlich wie beim Knotensatz, eine dieser Spannungen, zumindest eine, wenn nicht sogar mehrere, müssen negativ sein, damit am Ende, wenn wir einmal herumkommen, die Summe gleich 0 ist. Also ähnlich wie bei einer Wanderung, wir am Ende des Tages auf demselben Energieniveau sind, so gilt eben die Summe aller Spannungen in einer Masche in Umlaufrichtung ist 0. Ja, und auch hier, ganz ähnlich wie beim Knotensatz, können wir das natürlich mathematisch fassen. Und auch hier gilt, dass vor den Spannungen jeweils ein Minuszeichen vorkommt, wenn der Spannungspfeil in die andere Richtung zeigt. Ja, schauen wir uns das auch einmal an einem Beispiel an, fragen uns zunächst aber einmal, was ist denn überhaupt eine Masche, was können wir darunter verstehen? Im Grunde ist das nichts anderes als ein geschlossener Umlauf in einem Schaltplan oder in einer Schaltung. Man könnte es, im Zweifel ist es auch ein Stromkreis. Wobei nicht notwendigerweise Strom fließen muss. Es kann auch sein, dass einer dieser Widerstände praktisch unendlich groß ist. Dann fließt vielleicht nahezu kein Strom. Aber das hindert uns nicht daran, einen Maschenumlauf für die Spannungen zu machen. Wir gehen üblicherweise von einem Knoten zum nächsten Knoten. Denn bei jedem Knoten ändert sich halt das Potential, während in einem Knoten ja bekanntermaßen das Potential konstant ist. Und meistens haben wir typischerweise mindestens 3 Knoten, sonst könnten wir ja keinen Umlauf so direkt machen. Grundsätzlich gilt, dass also für 3 Punkte beispielsweise mindestens in einer Schaltung, aber diese Schaltung kann irgendwie aussehen. Also grundsätzlich gilt, ähnlich wie beim Knotensatz, wenn wir hier ein eng umrissenes Gebiet haben, dass also von einem Anschlusspunkt zum nächsten wir unterschiedliche Potenziale haben können, das heißt Spannungen zwischen diesen Punkten. Und wenn wir hier um dieses Gebiet herum wandern, dann muss die Summe dieser Spannungen insgesamt wieder 0 ergeben. Und wie eben schon gesagt, wenn die Spannungspfeile alle in dieselbe Richtung zeigen, dann bedeutet das, dass der Wert einer dieser Spannungen mindestens kleiner 0 sein muss, also negativ, damit sich diese Summengleichung hier ergibt. Ja, schauen wir uns das auch einmal in einem Beispiel an, nämlich in demselben Schaltplan, den wir eben für die Knotengleichung verwendet haben. Und schauen einmal, wo haben wir hier Maschen, um eben die Maschenregel zu üben. Fangen wir einmal an hier mit der Masche 1, die also hier so einmal eingezeichnet ist. Das heißt, wir wandern in diesem Kreis hier herum. Und wir sollten uns angewöhnen, immer eine Richtung zu nehmen. Letzten Endes ist es eigentlich wurscht, in welcher Richtung wir wandern, aber gewöhnen Sie sich einfach an, es systematisch zu machen und immer im Uhrzeigersinn um die Masche herumzuwandern. Und so können wir das hier auch tun und sehen wir zunächst mal, wenn wir hier im Uhrzeigersinn wandern, dann wandern wir entgegengesetzt dem Spannungspfeil U1, der spießt uns regelrecht auf. Das heißt, die Spannung U1 müssen wir schon mit Minus in der Gleichung berücksichtigen. Spannung U2 zeigt in der Richtung, in der wir wandern, die Spannung U10 ebenfalls und hier unten in dem Zweig, da haben wir keinen Widerstand und nichts, das heißt, da haben wir überhaupt keine Spannung. Das heißt, unsere erste Massengleichung ist vergleichsweise einfach, minus U1 plus U2 minus, plus U10.
Merken Sie sich das einmal. Die zweite Masche schauen wir uns einmal an. Die ist hier eingetragen. Achtung, dieser Zweig mit dem Strom I9 ist da nicht relevant, denn er zeigt praktisch aus der Masche heraus. Wir könnten ihn auch hier außenrum zeichnen, das käme auch selber heraus. Denn hier an der Stelle, wo sich die Ströme I9 und I5 kreuzen, ist ja keine Verbindung, wie ich eben schon sagte. Also müssen wir jetzt hier, wenn wir unsere Masche 2 bestimmen wollen, die Maschengleichung bestimmen wollen, dann wandern wir hier einmal rum. Und wir haben dann zunächst einmal hier, wandern wir entgegengesetzt der Spannung U1,0. Das heißt, wir haben hier minus U1,0 stehen. Dann kommt als nächstes hier die Spannung U3,0. Die zeigt in unsere Richtung die Spannung U4 ebenfalls. Beide müssen wir also positiv ansetzen. Und zum Schluss kommt noch die Spannung U5 hier hinzu, sodass wir also am Ende haben minus U1,0 plus U3 plus U4 plus U5 gleich 0. Ja, ich zeichne Ihnen noch ein paar Maschen mehr ein. Die Masche U3, die Masche 4 ist eine ganz verrückte Masche. Sie geht nämlich hier einmal außen rum. Ja, ist eine sehr große, vielleicht eine relativ unübersichtliche Masche. Und zum Schluss haben wir noch die Masche 5 ist also praktisch diese große Masche hier. Und zum Schluss haben wir die Masche 6, die jetzt hier, wo der Strom I9 fließt, praktisch wieder geschlossen wird. Ich hoffe, Sie werden nicht ganz verwirrt dabei. Schauen Sie sich das einmal in aller Ruhe an. Und stoppen Sie jetzt einmal das Video, nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben einmal alle 6 Maschengleichungen auf. Gleichung 1 und 2 hatte ich Ihnen ja schon verraten und den Rest kriegen Sie sicherlich auch selber heraus. Ja, ich zeige Ihnen nun die Ergebnisse, wie beim letzten Mal auch. Das heißt, wir haben hier die Gleichungen. Schauen Sie sich die ruhig in aller Ruhe an. Machen Sie vielleicht eine Pause im Video, damit Sie die Gleichungen besser vergleichen können. Und wenn Sie noch einen Fehler finden, dann haben Sie Glück gehabt. Damit möchte ich mich für diese Folge verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.